Gott, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen. Wir haben euch wieder von der Messe in Nürnberg einen kleinen Highlight zu zeigen. Wir dürfen hier jetzt mal ein Video drehen von einer Maschine. Das habt ihr vielleicht so auch noch nie gesehen. Hier geht es darum, um Fensterprofile mit einer Beschichtung zu übersetzen. Also da sind ja Folien aufgesetzt. Hier seht ihr jetzt die Maschine mit den Glockenschlägen. Die bereitet sich jetzt momentan vor. Das geht alles vollautomatisch. Hier werden diese Robots übernehmen, hier jetzt diese Maschinenaufnahmen. Und mit diesen Maschinenaufnahmen, die sind immer nach Profilen veränderbar. Ihr seht, da sind auch unterschiedliche Farben dran. Und die nehmen sie jetzt auf. Und da werden jetzt die Maschine wird hergestellt für führende Hersteller von Fensterprofilen. Das ist eigentlich toll spannend gemacht, Mensch. Das ist der Wahnsinn. Ihr seht auch hier, das Ganze wird auf Monitors hier komplett übernommen. Auf den Monitors werden dann komplett alles eingegeben, um welche Profile das es sich handelt. Und jetzt irgendwann wird der Showdown losgehen und es wird auf der rechten Seite drüben, wird es beginnen mit der Profilaufnahme und dann werden die Profile quasi Kleber aufgetragen und die Profile werden dann hier bearbeitet und da sind wir jetzt doch mal gespannt, wie das abläuft. Die Musik selber ist schon einmal ganz gut. Ich gehe davon aus, es dürfte von Pink Floyd Hell's Bells sein. Und das ist also schon eine richtige Show, die hier aufgeführt wird. Faszinierend sind natürlich diese ganzen Maschinen. Wenn man das sieht, was diese Maschinen für Robots drin haben, also richtige Robotereinheiten haben, mit denen die dann arbeiten, das ist ja schon fast ein Tanz und ein Spiel, wo man sagen muss, so Produkte herzustellen, das macht richtig Freude. Man muss eines auch sehen, diese Fertigung dieser Maschine, die kostet. Da sind noch Schutzhüllen drauf, die werden jetzt vermutlich abgemacht, jawohl. Die muss man jetzt noch von Hand abmachen. Ich gehe davon aus, wenn das in die Hauptfertigung geht, werden diese Schutzhüllen gar nicht mehr drauf sein, sondern man wird die Profile dann roh von den Herstellern ja selber übernehmen. Die Folien waren eingespannt, das seht ihr hier. Das ist wie bei ihrer alten Kinomaschine, wo man Filme noch einspannt. Jetzt kommt das erste Profil rein. Ihr seht, da sind jetzt schon da vorne wird schon der Auftrag gemacht. Dort waren jetzt auch da seht ihr, da sind Heißaggregate drin, wo dies heiß macht. Hier wird jetzt die Folie aufgenommen. Ihr seht, dass jetzt da die Folie aufgenommen wurde. Jetzt wird diese Folie quasi verpresst hier und aufgesetzt. Die seitlichen Walzen übernehmen jetzt das Profil. Eins wird jetzt vielleicht ein bisschen Ausschuss sein, aber das zweite ist jetzt in der perfekten Einstellung. Und jetzt seht ihr, wie die Profile dort hinten mit der Beschichtung dann rauskommen. Also faszinierend. Ihr seht, hier ist der Durchlauf jetzt. Da wird jetzt bedampft, weil diese Sache, diese Aufvulkanisierung, die muss ja in einem ganz klaren Klimaverhältnis stehen. Da darf sich ja nicht unten Wasser bilden, sondern das muss ja ganz konzentriert aufgesetzt werden. Seht ihr, und jetzt kommt hinten das Profil raus. Und da haben wir das fertige Profil jetzt. So, das war mal wieder ein kleiner Highlight von einem Hightech-Maschine von der Nürnberger Messe. Und ich verbleibe jetzt in erster Linie mal mit den besten Grüßen, euer Schadensanalytiker Wilfried Berger. Bis zum nächsten Video. Ich kann schon nicht sagen, das nächste Lied ist aus Australien.
bist du jetzt gerade ohne Sicht. Und der Fischer ist das nächste, den ich von Australien. Ja, dann wäre es ja adelig. In gewisser Weise ist es auch adelig. Das nächste Lied ist sogar eine Hymne. Oh. Die meisten von euch werden das kennen. Das ist eine fachlich sehr verwandte Hymne. Das ist die Hymne der australischen Schreinerinnung. Ja, selbst. Schwach. Die australische Schreinerinnung mit ihrem ersten Vorsitzenden, Brad Pitt. Aber den hat man nicht gesagt, aber der Brad Pitt, der ist noch nicht lang bei der Schreinerinnung. Ich meine, der war vor 3 Jahren noch bei der Fleischerinnung. Ja, der Brad Pitt! Ich mach's Knarre, ich mach's Schrott und ich verhobe, dass es bloß noch staut. Ich bin am Schrein aus Sachsen, am Schrein aus Sachsen, am Schrein aus Sachsen, am Schrein aus Sachsen. Holz mir auf Zubo, holz ich schick und Prinzenkel. Ich mach Lade für den Zau und bei solcher Honeymoon geht's auch. Ich bin am Schrein aus Sachsen, am Schrein aus Sachsen, am Schrein aus Sachsen, am Schrein aus Sachsen. Sackpfeife, die liebreizte Sonoraktika. Ein Applaus bitte. Pullendorf, seid ihr noch da? Ja. Ihr klatscht so leise, ich höre gar nichts. Ja, ich habe gar nichts gehört. Ich glaube, ich bin taub. So wie man sieht, der ist auch taub. So, jetzt. Aber wir haben gerade für euch Pavane gespielt und nehmen euch nun mit auf eine kleine Reise in die französische Lande und spielen für euch das Lied über die 12 hübschesten Damen, die Douze Dames Jolies. Thank you.
deutschen Lande gehen wir nun in die englischen Lande und spielen für euch Goddesses.